unserer heutigen Ausgabe Corona-Schlagworte in 1,11 Sekunden begrüße ich Sie, liebe Mitmenschen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Avatarinnen und Avatare, und natürlich begrüße ich auch alle Verschwörungstheoretiker, Schwurbler, Leugner und Verharmloser, die wir in dem ihnen gebührenden Ausmaß ernst nehmen werden, ihnen und ihren Argumenten. Vielen Dank und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. Zeit läuft. Unser heutiges Thema also tote Kinder. Die Herrschaften Schwurbler verbreiten ja zurzeit die Fake News, etliche gesunde Kinder wären an Masken gestorben. Was für eine perfide Lüge. Hier zeigt sich auch das alte Dilemma der Leugner und Verharmloser. Einerseits würden die Masken nicht schützen, weil die Viren ja zu klein sind. Spoiler, das sind sie nicht, da sie überwiegend an Tröpfchen gebunden sind. Andererseits könne man mit Masken nicht mehr richtig atmen, da nicht genug Luft hineinkäme. Spoiler, die Luftmoleküle sind kleiner als ihre. Meiner. Und klar, natürlich kann man nicht mehr atmen. Deshalb fallen ja auch täglich so viele Chirurgen, Lackierer, etc. pp. Reihenweise tot um und müssen täglich bei Feierabend beiseite geräumt werden. Besonders perfide, die mit Corona rennen, ist euer erbarmungsloses Ausschlachten eines psychologischen Mechanismus. Dieser nennt sich Kindchenschema und ihr nutzt dies gnadenlos für eure demagogischen Zwecke. Hintergründe dazu in den Links unten. Weiterhin wird behauptet, Kinder würden psychologisch enorm geschädigt. Es würden Psychosen ausgelöst und auch einige weitere, wirklich schlimme Dinge. Das ist Unsinn. Es sei denn, das entsprechende Kind hat Komedioten, Leugner, Verharmloser als Eltern. Die werden es in der Tat schaffen, dass das Kind die Maske hasst und darunter leidet. Das hat aber dann mit den Masken nichts zu tun. Übrigens, nicht ohnehin organisch bedingte Psychosen treten in aller Regel erstmals in der Pubertät und dann bis ca. zum 35. Lebensjahr auf. Wer seinem Kind einfühlsam erklärt, warum es jetzt eine Zeit lang nötig ist, Masken zu tragen und dann mit dem Kind zusammen passende
angenehm zu tragen, mit Masken, mich ihm auszusuchen. Ja, mir mit Sicherheit keine Schädigung verursachen. Und im Gegenteil, man kann dabei mit dem Kind etwas mehr Verantwortung und Rücksicht lernen. Und man kann die Kinder auch ein wenig stolz machen, dass sie aktiv, sozial sich verhalten. Das war's zunächst. Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen. Burkhard von Hof, staatlich anerkannter Erzieher, Diplom Sozialarbeiter und Magisterartium der Erziehungswissenschaft. Die Werbung. Es gibt zwei interessante Broschüren. Das sind diese hier. Meine Broschüren sind kostenlos als PDF zu bekommen. Oder man kann sie auch bei mir persönlich bestellen. Gegen eine freiwillige kleine Spende schicke ich sie gerne auch ausgelobt zu. Links dazu und insgesamt weiterführende Links, wie immer in der Info unter dem Video. Vielen Dank.